Jo, hallo und willkommen mal wieder auf meinem Kanal InKev. Mal wieder aus der Position. Nice! Ja, heute soll es mal um Deutschrap gehen. Also wie finde ich Deutschrap, was ist meine Meinung dazu und wie hat sich es generell entwickelt? Ich muss erstmal sagen, ich bin im Deutschrap dabei seit ca. 2014, würde ich sagen. Also ich glaube 2013 oder 2012 kam King raus von einem Kollega, bin mir gerade gar nicht so sicher. Und ab dem Album habe ich so ein bisschen Deutschrap gehört. Also ich war auch ganz am Anfang bei Bushido, war ich noch teilweise mit dabei, und bei Sido, ne, da ist man so ein bisschen groß geworden. Da war ich vielleicht, keine Ahnung, war ich 14 Jahre alt und dann bin ich halt mehr in Deutschrap mit Kollega und sowas reingekommen und ich bin seit heute auch Kollega-Fan, muss ich wirklich sagen. Kollega für mich lyrisch, flowtechnisch einer der krassesten Rapper, die es in Deutschland jemals gab. Und feier ich halt auch mega, ne? Also das ist halt so in die Fresse Rap, ich kann mir jetzt einfach gut geben. Und sobald da nicht zu viel Autotune drin ist, ist das wirklich sehr nice. Ja, aber mittlerweile muss ich sagen, hat sich Deutschrap aber sowas von ins Negativ entwickelt, da tut mir alles weh. Und also mittlerweile, wenn ein Track produziert wird und da rauskommt von einem Newcomer oder von jemand wie Casey Rebel, Summer Jam oder so, ich gönn's mir einfach nicht mehr. Weil ich ganz genau weiß, dass da kann nur noch diese Autotune-Scheiße drin sein. Und ich bin auch ganz ehrlich, viele Leute sagen Autotune-Stilmittel, sehr nice, kann man auf jeden Fall machen, kann man viel mit rumspielen. Ja, kann man auch machen, finde ich auch sehr gut, dass es auch sowas gibt natürlich. Aber mittlerweile ist jeder Song, hat nichts mehr mit Gesang zu tun, hat nichts mehr mit der Stimme zu tun. Das ist einfach nur noch Autotune ohne Talent. Wirklich ohne Talent und das merkst du halt einfach. Guckt euch mal zum Beispiel eine Loredana an. Also von der halte ich sowieso nichts, ne, bei dem, was die abgezogen hat. Guckt euch aber einfach mal an, wie die live singt, ohne Autotune. Das singt wie die, also schlimmer geht's nicht. Also schlimmer geht's nicht und die hat Erfolg. Die hat 2,8 Millionen Follower auf Instagram. Die hat jetzt über 1 Million Euro Vermögen wahrscheinlich, ne, das steht zumindest im Internet so da. Wahrscheinlich auch, weil 700.000 Franken geklaut waren. Okay, wilde Sache. Nee, aber es ist einfach unglaublich traurig, dass solche Leute Erfolg haben ohne Talent. Textlich komplett unterstes Niveau. Reimtechnisch unterstes Niveau. Das sind irgendwelche hingeschissenen Songs und ich habe keine Ahnung, wie das Erfolg haben kann. Ich weiß nicht, ob es nur an gekauften Klicks liegt, aber ich glaube, bei Loredana ist das wirklich so, die hat halt eine Reichweite und es ist traurig, dass sie so eine Reichweite hat. Also ganz traurig, genau auch mit vielen anderen Rappern, wo ich sage, also das hat nichts mit Können zu tun. Also eine Mero zum Beispiel, ne? Das ist jetzt wirklich, ich dachte erst so, ja, krasser Newcomer, flowtechnisch krass am Start. Mehr ist es aber nicht. Flowtechnisch okay, noch nicht mal krass am Start. Weil ich kann auch Hausmaus-Reime bringen und kann die auch noch flowtechnisch gut verpacken. Ne? Und QDH baller los, wow, das ist absolut Wahnsinn. Ne? Anstatt einfach mal ein bisschen Gewandtheit mit drin ist. Ich meine, guckt euch mal Leute an, die wirklich Stil haben. Shindy zum Beispiel, finde ich, hat Stil, so, der hat sein eigenes Zeug. Ne? Klar, ist ein bisschen auch von den Amis inspiriert, aber es ist nicht dieses dauerhafte Autotune-Gelaber und es geht nicht immer nur um das gleiche Thema. Kollega, für mich persönlich, in meinen Augen immer noch bester Rapper Deutschlands, weil es einfach, also so viele Vergleiche, so viele unterschiedliche Vergleiche, die sind so krass und ja, einfach den Aufwand, den er in seine Alben steckt, die er in seinen Videos steckt und was weiß ich, das ist einfach krass. Also das ist einfach krass und nicht vergleichbar mit den ganzen anderen Rappern, würde ich schon fast sagen. Contra K ist stabil, auch wenn er eine Glückskekstüte ist, ne, mit seinen Glückskeks-Sprüchen, die er jetzt raushaut. Aber finde ich auch gut, motivierend. Der ist nice. Wen finde ich noch nice? Ich muss auch sagen, tatsächlich Crow. Viele Leute denken jetzt, ah, wie kannst du sowas Schwules hören und so. Crow muss ich sagen, was Autotune angeht, hat er es halt komplett gepackt. So, mit seinem letzten Album, was halt 2017 kam. So, ich höre mir in letzter Zeit wieder den einen oder anderen Track an, weil ich habe das Album von 2017 damals nie gehört, von True. Aber ein, zwei Lieder muss ich sagen, die sind echt stabil. Und da merkst du halt einfach, wie man Autotune verpacken kann. Wie das wirklich einen Vibe rüberbringt. Aber dann gibt es halt wieder einige Tracks, da ist halt nur Autotune drin, weil die nicht singen können. Das ist halt das Problem. Guckt euch doch mal an, alter Summer Jam. Viele Leute feiern derzeit Summer Jam, ne? Weil, keine Ahnung, der geht halt momentan mega ab. Ey, ich muss sagen, seitdem der Autotune bringt, kann ich mir den gar nicht geben. Das ist genauso auch Casey Rebel. Also, wirklich, das waren etablierte Rapper, wo ich sagen muss, ey, stabil waren die. Die habe ich mir auch wirklich gut und gerne gegönnt damals. Das sind mittlerweile Rapper, die, wenn die einen Track rausbringen, dann klicke ich direkt weg. Am besten noch so auf Entfernen drücken, dass mir das gar nicht mehr angezeigt wird. Also da gibt es kaum noch Rapper, die wirklich stabil ihr Zeug rappen, auch mal sinnvolle Texte bringen oder mal wortgewandte Texte bringen. Das gibt es einfach nicht mehr. Mittlerweile wirklich einfach nur dieses Larifari-Hausmaus-Zeug. Das geht mir so auf den Sack, deswegen habe ich keine Lust mehr, mir überhaupt noch Rap so richtig reinzuziehen. Deswegen greife ich momentan immer auf die alten Alben zurück. Vor allem, was weiß ich, Shindy, Sido, Kollega oder Matrix oder und so weiter. Ne, das kann man sich gönnen, aber
den heutigen Sound fühle ich zu 0%. Ich hoffe, es geht wieder bergauf. Ne? San Diego kommt da jetzt wieder zurück. Ich hoffe, er macht nicht zu viel Autotune-Zeug. Ja, und ich hoffe generell, dass jetzt einige Rapper wieder mit am Start sind, die halt wieder Deutschrap richtig bringen, die auch mal gute Werte vermitteln und nicht nur dieses absolut asoziale, ja, hier, ich zieh Koks und sowas, ne, wie bei Samra. Also Samra macht auch keinen schlechten Rap, ne, aber ich gönne mir seine Tracks allein aus dem Grund nicht, weil der nur übers Gleiche rappt. Also immer dieses, ja, hier, Leute, mir geht's nicht gut und ich habe Koks gezogen, wow. Also das ist wirklich, also innovativ des Jahrtausends, ist ja nicht so, dass wir es schon dreimal gehört haben. Das ist, aber es rappt er halt in jedem Track. Kann ich mir dann auch nicht geben, ne? Also da macht wenigstens immer mal unterschiedliche Sachen. Ich muss halt sagen, bei Kollega, ne, es ist auch kein Rapper, der jetzt reale Sachen rappt. Der jetzt nur irgendwas von sich rappt, was echt ist. Bei dem ist es halt Image-Rap. So, aber du weißt halt, wenn bei dem Album Imperator oder King und so weiter oder ein Album heißt Zuhälter Tape 4 oder Zuhälter Tape 3 und so weiter, dann weißt du, um was es geht. Und dann rappt er halt über solches Zeug. Und das ist halt einfach unglaublich geil, weil das halt themenbezogen ist. Ne, aber manche, die denken halt, ja, sie sind halt, also die haben einfach das Leben schon durchgespielt und die müssen halt über alles rappen, was noch keiner erlebt hat. Die sind von 10 Brücken gesprungen, haben es alle überlebt. So, die haben Narben im Gesicht, die haben Koks gezogen, haben alles überlebt, die sind halt überkrass. Ja, fühle ich zu 0%, das ist mir halt auch einfach zu dumm. Und die Leute, die sich Klicks kaufen, die sind bei mir sowieso unten durch. Also das höre ich mir aus Prinzip nicht an. Also das gönne ich mir aus Prinzip nicht, weil ich finde, wenn man sich Klicks kauft, hat man nichts erreicht. Selbst wenn man später Erfolg hat, ist es in meinen Augen so, dass man nichts erreicht hat. Manche sagen ja auch, ja Mann, Lilano, Mann, er ist so krass geworden, bester Mann. Ja, seine Tracks sind besser geworden zu 100%, das stimmt auf jeden Fall. Ändert bei mir persönlich nichts daran, dass ich die Person dahinter einfach komplett beschissen finde. Weil, ich weiß nicht, einige haben das gar nicht mitbekommen, wie er groß geworden ist. Er ist groß geworden, er hat damals Meinungsblogs gemacht, hat viel Scheiße gelabert. Und dann später hat er den Tanzverbot-Move gemacht, wollte nur Hater auf sich ziehen, um Reichweite zu bekommen. Und jetzt hat er auch wieder eine positive Community, weil er es auch so geschafft hat. Das Ding ist halt, Lilano hat damals auch seine eigene Mutter beleidigt, weil sie ihm nicht eine 10.000 Euro Goldkette geholt hat. Wo ich mir sage, ey, sorry, aber das ist so dämlich, es ist so dämlich. Und dafür beleidigst du in einem Video deine Mutter. Das ist halt einfach, ich finde, also nur für Reichweite seiner Mutter beleidigen geht halt gar nicht. Den Weg, den er gegangen ist, um die Reichweite zu bekommen, ist für mich unterirdisch und ich würde auch sowas nicht unterstützen. Deswegen auch von mir, ich höre mir auch nicht Lilano weiter an, außer ein Kumpel spielt das irgendwo bei einer Feier ab. Einfach, weil ich die Person dahinter noch gar nicht unterstützen möchte. Geht für mich nicht so. Wenn ich weiß, eine Person macht im echten Leben auch so richtige Scheiße, wie bei einer Loredana oder so, dann höre ich mir die Musik allein aus Prinzip nicht an, um der irgendwie einen Klick, um den irgendwie auch nur Geld zu gönnen. Ne? Weil ich weiß ganz genau, was das für Menschen da im Hintergrund sind. Und dementsprechend, ja, das ist so mein Feeling. Keine Ahnung, ich bin einfach nur enttäuscht von Deutschrap heutzutage. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zu Deutschrap in die Kommentare schreiben. Aber heutzutage gibt es halt kaum noch Leute, wo ich sagen muss, da hoffe ich auf den Track. Da hoffe ich darauf, dass mal wieder was Krasses kommt. Außer halt von denen, die ich jetzt so positiv erwähnt habe. Ne? Kollega Contra K und so weiter. Bei Contra K muss ich sagen, die letzten Musikvideos fand ich auch nicht so krass. Ne? Aber der rappt wenigstens noch gutes Zeug. Der vermittelt gute Werte. Ja, aber wenn es dann Leute gibt, die denken, dass sie gute Werte vermitteln, indem die sagen, dass sie Koks genommen haben, dann muss ich halt komplett los. Oder dass die die ganze Zeit Zigaretten rauchen. Wow. Alles wirklich, also das ist heutzutage wirklich textlich Wahnsinn. Ne? Lyrische Gewandtheit, muss man sagen, ganz wild. Ich weiß nicht, wie man sich noch gönnen kann. Mir fällt halt auch nicht viel ein. Ne? Ich würde jetzt gerne mal noch aufzählen, wen ich mir sonst noch so übel gern gebe. Reportagen halt, ja. Reportagen, das ist halt einer der wenigen, die halt wirklich reale Sachen rappen. Ne? Auch wenn man jetzt so denkt, ja, YouTuber-Rapper ist es nicht. So, der kann das auch, der ist so nicht nur wortgewandt, sondern so auch flowgewandt, das feiere ich halt extrem. So, er hat es halt dahingehend komplett drauf. Auch Mizep finde ich ganz gut. Muss ich aber sagen, nicht jeden Track finde ich krass, aber auch das, wie er das rappt, also die Rap-Technik ist unglaublich heftig bei ihm, kann man sich auch gut geben. Sonst ist es halt eher mau, ne? Und wenn du halt bloß so ein paar Rapper hast, da kommt halt nicht jede Woche ein Track online, wo du dich drauf freust, sondern da kommt halt im Jahr halt mal vielleicht ein Album oder drei Lieder oder so. Das tut halt schon ein bisschen weh. Ich hoffe auf jeden Fall, das geht bergauf. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock, ne? Weil ich bin halt großer Deutschrap-Fan. Ich höre mir eigentlich sonst nichts anderes an, außer halt, wenn mal was im Radio kommt. Aber Radiosongs, sorry, aber da bin ich halt komplett raus. Ja, jetzt könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr Deutschrap findet, wen ihr euch gerne hört, was ihr auch zu Loredana sagt, würde mich auch mal interessieren. Ja, und in diesem Sinne
würde ich schon fast sagen, war's das. Und damit haut rein. Jetzt sind es über 10 Minuten, jetzt kann ich krass Werbung schalten. Und dann Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und macht's gut. Ciao.